So ist es. So, ich habe jetzt noch eine vierte Kopfkamera gekauft, also dass dann jeder von uns eine hat. Zählt die denn auch gegen die Ausrüstung? Zählt die auch gegen die Ausrüstung mit dem Tragen? Nein, die trägst du ja auf dem Kopf. Dann ist gut. So, was wollt ihr denn haben? Ist egal, Absatz Also auf wir hätten Level noch mal das 10 kommt. Gefängnis, wir hätten ein Asylum, das kenne ich noch nicht, und wir hätten noch mal so ein Blockhaus. Asylum klingt natürlich gruselig. Dann nehmen wir doch die Irrenanstalt, oder? Die ist aber Sag nur groß, Grayson ne? Counters. Empfohlene Gegenstände Sanity-Pillen, allein weil sie so groß ist. Ja, wir haben 4 Stück. Ja, dann. Wir haben nur 3 Kopfkameras, sehe ich gerade. Gut, einer Ja, dann kauft überwacht auch ja die eh vom mal. Truck aus. Ja, gut. Müssen wir nur aussuchen, wer das ist. Ich würde mich da freiwillig melden. Ich will, Ja, erstmal jetzt will musst du ich dir mal deinen den Patienten Überwacher noch spielen. suchen. Ja, erstmal müssen wir den Geist finden. So, jetzt bereit machen hier. Let's go. Kommt noch was oder ist er abgestürzt? Hallo, bitte. Melden Sie sich. Aber im Da Grunde ist musst du er. dich da schon, im Grunde, wir haben Streitthema So. mit, also einer muss schon alleine gehen, Wir damit wir brauchen überhaupt was finden. Thermometer, Bewegungssensor und EMF-Reader. Reagiert auch auf Gruppen der Geist, also wir können auch zusammen. Ja, aber ich würde alleine gehen diesmal. Ich traue mich mal. Ich nehme ein Thermometer mit. Was brauchen wir noch? Ein EMF kann ich auch mitnehmen. Dann habe ich meine Standardausrüstung. Dann nehme ich noch eine Kopfkamera mit. Und ja, Prost Mahlzeit. Alter, was war das denn, ey? Das war der Das war Geist seine von mir Frau. in der Küche. Alter. Ich nehme die Geisterbox. Wir haben noch ein Geisterbuch, noch ein zweites und noch eine Geisterbox. Okay, erstmal machen wir die Tür auf, also die LKW-Tür auf, Schlüssel einer nehmen hier, Ah, wunderbar okay, geparkt, direkt hier kurze, im warte, Eingang. stopp, stopp. Kurze Frage, wer geht wo lang? Ja gut, ich gehe einen anderen Weg als du, Don. Also ich würde mich quasi, wenn ich reinkomme, rechts direkt in den hinteren Trakt begeben und den einmal komplett durchsuchen, den rechten Trakt. Ja, Ich gehe würde ich quasi in links. den mittleren Block ignorieren.
Dann könnt ihr zu zweit im mittleren Block. Ich gehe mal wieder mit Daniel, das hat vorhin ganz gut funktioniert. Ja so, okay. Habt ihr alle Ausrüstung zum Erkunden dabei? Alter, das schallt hier drin schon. Oh, du ahnst es ja nicht. Ja, ja. Scheiße. Bis gleich. Ah, scheiße. Oh, Leute, ich hab jetzt so Schiss. Und ich geh alleine, ich bin so dumm. Ja, wie? Du bist doch der Mutige hier in der Gruppe. Alter, ein Scheiß. Da. Ich bin bei dir, Don. Ich hab mich auf der Kamera. Hier ist negativ. Wir brauchen dich, aber dass du jetzt erstmal den Geist suchst, ne? Ach, das geht ja auch mal gut. Ach, du Arsch. Und dann hörst du hier im Hintergrund ein Tipp, wie der Hund über das Laminat läuft. Das macht doch gar nicht irgendwie Herzrasen. Ja, das muss schon mal sein. Er legt sich mitten in den Flur. Wahrscheinlich nicht freiwillig. Hast du gerade kalt gesagt? Alter, habe ich gesagt. Daniel, bist du mal so nett, ich bin zu blöd für die Tür. Ja, ich kenne das Problem. Danke. Jetzt, wenn man nur Vorhänge zu Hause hat, dann fällt einem das schwerer. Oh, hier ist ein Aufzug. Yay. Okay, ist alles okay. Fang mal links an. Ich hab die Sicherung wieder reingetan. Alter, ist das groß. Ich bin am Sicherungskasten. Vielen Dank. Ja, wir gehen erstmal geradeaus, da würde ich sagen. Ich bin am Sicherungskasten. Ja, lauf. Wir müssen den Raum finden. Sarah, bist du in meiner Nähe? Ja, ich bin eine Tür weiter. Alles klar. Weil die finden wir uns nie wieder. Ja, ich habe quasi hier das Bad auf. Wenn man was in so einem Gebäude braucht, dann Keller. Alles klar. Oh, Vorsicht, nasser Boden. Aber der Kellerflügel, wo ich jetzt bin, den habe ich durchsucht. Hier ist nichts. Soll ich den Keller auf deiner Seite auch durchsuchen? Bitte? Ob ich den Keller auf deiner Seite auch durchsuchen kann? Ich komme hier von hier aus der... Ob du dumm bist, habe ich gefragt. Nein, mach ruhig. Mach ruhig. Dann ist aber der rechte Flügel oben noch nicht durchsucht. Ich bin ja eh schon komplett orientierungslos. Boah, die große Map in mit dem höheren Schwierigkeitsgrad, Alter. Nein, das ist immer noch anfänglich. Ja, ich meine ja später.
Oh je. Schlecht geputzt? Naja, ich habe so die Erwartung, dass mir die Tür aufgeht, mir da jemand ins Gesicht grinst. Ja, ich komme zu dir. Da. Habt ihr schon? Nein. Nein, bisher nichts. Okay. Also ich habe bis jetzt zumindest jede Menge Schiss. Ja, Mr. Henke sagt auch schon guten Tag. Ist zufällig jemand in der Nähe vom Truck? Vergleich jemand, der mal im Truck dann den Papa spielt. Sicherung ist wieder drin. Vorsicht. Sehr schön. Siehst wieder auch aus. Flurlicht gefunden. Was ist wieder raus? Nee. Sicherung. Ich habe das Licht hinter uns wieder ausgemacht. Ach so. Also sehr, die sieht aber noch alle sehr gut aus. Sie liegt alle weit über 80. Okay. Was sagt die Zeit? Die Zeit ist abgelaufen. Ja, das ist wunderbar. Feinsten. Dann hört er mich mal richtig quietschen wie so. Mach mal gerade Lichtsekunden. Ich sehe aber nur zwei Punkte. Wo ist der dritte? Ich bin im Keller. John ist doch im Keller. Guck mal, kannst du da oben? Was kann? Ja, kann. Siehst du mich jetzt? Ja, ja, du bist sogar. Bin ich im, schon im linken? Nein, du bist hier am rechten. Doch rechts angefangen. Also du gehst jetzt nach rechts. Boah, wie viele Räume sind das denn, ey? Meine Fresse. Oh ne, der Duschbereich. Ja, negativ. 1200 Lager. Was haben die hier gelagert? Leichen. Alter, sag das nicht. Du musst auf der Karte gucken, wo wir sind, Hase. Wir haben uns. Sind wir gerade dabei? Ihr seid im rechten Truck. Ja. Wenn ihr jetzt den Gang rechts geht, arbeitet ihr euch wieder zur Hauptfahrt.
Ihr habt noch drei Räume auf der rechten Seite vor. Naja, solange der Geist nicht die Türen wieder zumacht, wissen wir ja, wo wir schon gewesen sind. Dort ist auch noch da? Ja, wo bin ich denn gerade? Warte, ja, wir hören dich. Du gehst jetzt den rechten Trakt den Gang lang. Du hast noch zwei Räume auf der rechten und einen großen Raum auf der linken Seite vor dir und einen Raum ganz am... Sicherung ist raus. Ich gehe so rein. Ja, die Map, die ist schon eklig. Das, Daniel, war nämlich auch das Szenario, wo wir mit Jan und Nina diesen komischen Film da geguckt haben. Das war nämlich auch in so einer Psychiatrie. Daniel und Sana nähern sich. Ist ja ein Traum. Wie komme ich von hier am schnellsten wieder nach oben? Also ich habe den kompletten Keller abgesucht, ist nicht. Den Gang weiter geradeaus laufen. Ich sag dir, wenn du abbiegst. Treppe runterbauen, glaube ich nicht. Nee, ihr braucht nicht Treppe runter. Keller ist komplett durchsucht. Der rechte Flügel oben finden. Ja, wir nehmen die Zimmer und wo die Tür zu ist. Ja, ihr müsst euch einig werden, von wo aus der rechte, wenn man reinkommt oder wenn man auf die Karte guckt. Jetzt rechts und rechts die Treppe. Was ist denn mit der linken Seite? Hier sind die Türen schon offen. Im Keller war ich. Ja, nicht erst. Ja. Hallo? Hallo? Alter, scheiße. Mich doch nicht. So. So, gehe ich jetzt Richtung Hauptraum? Ich weiß nicht, ob ich im Mitteltrakt alle Sachen schon durchsucht hatte. Sehen wir dann ja. Ich möchte auf die andere die Tür Seite, ist so. Gehe ich da richtig? Lass uns hier reingehen, Sarah. Die Tür links hier. Geistaktivität pendelt sich so bei 2 ein. Ah, geht nicht, okay. So Leute, ich wollte auf die anderen Flügel, ne? Genau. Dort. Wo bin ich denn? Stopp. Okay, jetzt gehst du nach links. Okay. Nochmal links. Ah, ich hab den Haupteingang wieder gefunden. Alles gut. Ab hier kann ich mich selber orientieren. Ich weiß nicht. Genau, jetzt links. Nochmal links. Durch die Tür. Nach oben. Links. Links. Nicht in den Raum rein. Nein, ich kann mich doch selber orientieren. Alles gut. Okay. Daniel, ihr geht jetzt die nächste rechts. Was jetzt? Wo rennt Daniel? Wer ist jetzt hier? Ich bin der Punkt, der vorgeht. Okay, dann die Richtung ist gut, Sarah. Aber die Türen sind schon alle offen. Ja, da war ich ja. Ihr wollt ja mal den linken Trakt. Hallo. Servus. So, jetzt alle, jetzt nach links. Und den Don hinterher nach rechts. Mhm. Und ihr betretet jetzt den rechten Trakt. Reisen die Türen zu, ja, sehr gut. Also ich bin hier rechts gegangen, bleibt ihr mal auf der linken. Ich hatte gerade 3 Grad. Aber ich glaube, der ist vorbeigegangen an uns. Das könnte der Grund gewesen sein. Ja, versuchen wir mal den Gegend. Er pendelt sich jetzt langsam bei 5. Ja, dann sehen wir ihn ja gleich.
Nee, Daniel, hier bleiben. Da ist der Don lang. Wir sollen hier weitergehen. Ja, ich dachte wegen der Temperatur. Ja, wenn du da ein Minus hast. Hier, der Raum ist es. Alles klar. Ich bin auch von hier. Don jetzt links. Ja. Nächster Raum rechts. Ja, ich komme mit kurz die Pumpe. Oh, EMF 5 an der Tür hier. Wir haben sie gerade gesehen. Bist du eine Frau? Geisterbox ist positiv. Kamera mit. Buch ist abgelegt. Okay. EMF 3 Geisterbox. Ich geh mal zurück. Schreib in das Buch. Ich geh mal neues Zeug holen. Videokamera. Also nur Geisterbuch bis nur was jetzt? Box? Geisterbox. 5 und Geisterbox. Ah, okay. Keiner von uns eine Kamera bei, wa? Nee. Ich hol gerade. Peter hätte ja eine dringend. Ich bin noch schon auf Weg. Aber du läufst falsch, glaub ich. Steht jemand noch bei dir? Hier ist uns. Oh, scheiße. Daniel, wo bist du? Wir stehen vor dem Raum. Wir stehen vor dem Raum. Daniel? Wir stehen vor dem Raum. Wir stehen vor dem Raum. Ja, okay, Peter ist in die komplett falsche Richtung gelaufen. Ja, ich komme ja. Ich muss an der Rezeption. Rechts. Genau. Richtig. Jetzt da den Gang geradeaus. Bis zum Ende links. Und dann ganz am Ende wieder rechts. Schau schon mal nach einem Ausweichplan, Sarah, falls sie gerade aggro wird. Mhm. Ich habe ein Kreuz dabei. Ich sehe deinen Schatten. Ja, da bist du. Okay. Welcher Raum? Der hier? Der, auf den ich leuchte. Der verschlossene. Hier links. Schreib in das Buch. Ich glaube, wenn er jetzt noch nicht reingeschrieben hat, dann schreibt er auch nicht. Ja, manchmal weiß man nicht. Ich weiß ja nicht, wie gut die Spracherkennung ist. Kamera steht. Achtung, ich komme jetzt um die Ecke, nicht erschrecken. Dann gehe ich mal gerade da auf die Dinger gucken. Muss ich doch mal mit noch Ausrüstung holen. Bitte? Wo war das jetzt? Ecke Peter. Vom Bett, Don, links. Ich komm mit dir, Sarah. Ich such den Weg nach draußen, Hase. Ich komm mit dir, Sarah. Ich will noch Ausrüstung holen. Ich platziere mal Bewegungssensor. Ja. Ist platziert. Irgendwas auf, glaube ich. Also Geisterbuch war negativ. Oder? Ja, bisher ja. Okay. Dann müssten wir jetzt mal auf Orbs gucken. Ihr habt alle Zusatzziele abgehakt. Okay, dann müssen wir noch auf Orbs gucken. Dann glaube ich nämlich, wenn wir Orbs sehen, dass es ein Djinn ist. Fehlt halt nur aktuell noch ein Beweis.
Was fehlt? Ja, ich sag. Ich glaube, dass es ein Djinn ist. Es fehlen Orbs. Guckt mal auf die Kamera, bitte. Können. Da kommt schon mal sicherheitshalber zu. Noch nicht. Profi. Hier sind 10 Lichter, also direkt an der Rezeption. Du musst auch mal Kritik anerkennen. Hallo. Können. Hallo zusammen. Wir haben Orb. Wir haben Orb. Ja, ich seh's. Ich seh's. Ich glaube Level 5 ist Level 10 ist gleich am Start. Gin war's. Ja, sollen wir uns noch was wünschen gehen? Du darfst gerne noch mal reingehen, ich halte dich da nicht auf. Hat jemand Fotos vom Geist gemacht oder habt ihr irgendwie nein. Knochen oder sowas in der Nähe, in dem Raum gesucht oder gefunden? Nein. Negativ. Dafür müsste man ihn tatsächlich mehr fragen, mit der Geisterbox stellen, provozieren, etc. Ist natürlich ein gewisses Risiko dabei. Du kannst sie auch gerne bei ihrem Namen nennen. Das hast du tatsächlich in den letzten 3 Runden gar nicht gemacht. Komisch, ja, weil das ne? So funktioniert hat, ne? Ich komm mal mit. Ja, mach du mal die Sicherung an. Okay. Den Weg dahin würde ich gerne erleuchten. Wieso habe ich denn sie? Die ist ein bisschen pisst bei 10. Die höre ich jetzt nicht mehr. Doch. Oh. Alles ja, aber es funkt aber nicht. Hallo. Doch, Peter, Tür sind auf. Tut mir jetzt die ganzen. Ja. Wer droppt denn ein Kreuz hier mitten im Truck? Wieso hast du mich jetzt gehört? Ich hab doch gar nicht gefunkt. Vom Truck stehe. Achso. Ich hab mich gerade. Wo ist das Kreuz? Hier vorne bei mir am Tisch. Ich hab mich jetzt gerade echt gewundert, als du auf den Truck zugekommen bist. Man sieht halt nur deine Taschenlampe, die du auf der Schulter hast. Und ich hab mich gefragt, wo das Orb herkommt. Das ist ein guter Ansatz. Sagst du mir mal den Namen? Lisa Martin. Da schaue ich mir doch mal hier Backseat-mäßig an. Also sie ist schon bei 5? 6? Da laufen die Wackeren. Jetzt hören sie nicht mehr. 9? Wieder 5? Okay, die Tür ist offen. Ja, wir sind jetzt im Raum. 8. Ist alles überbelichtet. Mal nur Licht an ist, glaube ich, oder? Ist runter auf 0. Lisa Martin.
Nee. Nochmal bitte. Ob ihr uns hört, hab ich gefragt. Jetzt ja. Jetzt ja. Acht. Dawn Sanity bei 45, ist also alles noch gut, aber so langsam. Lauf, lauf, lauf! Alter, ich hatte dieses Pulsgeräusch in meinen Ohren. Alter, ich hab gerade so Geld. Alter, dieses Spiel ist so krank. Aber ich habe ein Foto von Peter gemacht, wie ein Foto. Oh, sexy. Ja, dann bitte los, ne? Bitte, bitte. Boah. Geiles Foto von der alten, wie sie in der Ecke steht. Richtig nice. Und ich habe ein Foto davon gemacht, wie Peter ein Foto von ihr macht. Läuft. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Lohnt sich. Jetzt geht's ja, los, nice. Alter. Jetzt geht's los. Wir haben jetzt die mittlere Schwierigkeit freigeschaltet. Genau, jetzt beginnt das Spiel. Das ist schön für uns. Ich bin erst auf Level.